Aaron Carter ist ein Teenie-Star, der in den 90ern für sehr viel Aufruhr sorgte. Er war Justin Bieber, bevor es überhaupt Justin Bieber gab. Er war der Justin Bieber der 90er. Junge Mädchen waren riesige Fans, schlugen sich um ihn und feierten seine Musik. Er war aber nicht nur einer der bekanntesten Teenie-Stars der 90er, sondern auch der Bruder vom Backstreet Boys-Mitglied Nick Carter. Seine Familie kam ursprünglich aus Jamestown, New York. Er hatte mehrere Geschwister, eine Zwillingsschwester namens Angel, dann Nick, sowie die Sängerin Leslie und drei weitere Halbgeschwister, Bobby Jane, Virginia und den Halbbruder Kenton Brand. Nachdem sein Bruder Nick Carter mit seiner Boygroup The Backstreet Boys einige Erfolge feiern konnte, zog Aaron Carter mit seiner Mutter nach Deutschland und sie lebten eine Zeit lang in Europa, um eine Musikkarriere anzustreben. Damals war es so, dass amerikanische Superstars nach Europa gezogen sind, um erstmal hier eine Fanbase aufzubauen. Zu der Zeit kannte sie aber noch niemand in Amerika. Und das haben die Backstreet Boys gemacht. Denn nachdem die Backstreet Boys ihre ersten Singles in den USA veröffentlicht hatten, merkten sie zunächst einmal, dass sie dort keinen Anklang fanden. So kam die Plattenfirma auf die Idee, die Jungs erstmal in Deutschland zu vermarkten und sie von dort aus dann in Europa zu promoten. Es wurde wirklich jedes Land abgearbeitet, damit sie in ganz Europa bekannt werden. Danach war wieder ganz klar, dass sie mit Europa im Rücken nach Amerika zurück wollten und komplett Amerika erobern wollten. Das selbsternannte Backstreet Boys Album, was im Jahre 1996 erschienen ist, wurde nur in Europa veröffentlicht. Ebenfalls das darauffolgende Album, was 1997 veröffentlicht wurde, mit dem Titel Backstreet Back. Der Plan der Backstreet Boys ging voll und ganz in Europa auf. Sie verkauften Millionen an Platten in Europa, bauten sich eine riesengroße Fanbase auf. Zu Beginn verlief der Prozess in Amerika sehr schleichend. Einige Singles konnten wirklich gute Chartplatzierungen sammeln und bekamen Platin- und Goldauszeichnungen. Und mit dem dritten Album Millennium brachen sie dann wirklich das Eis und wurden zu weltweiten Superstars auf der ganzen Welt, selbst in Amerika. Jane Carter war die Mutter von Nick und Aaron Carter. Sie managte beide. Sie war stolz zu sehen, wie ihr erster Sohn Nick es geschafft hatte, mit seiner Gruppe Europa Stück für Stück zu erobern. So war ihr nächstes Ziel, ihr Teenie-Sohn Aaron Carter zum nächsten Teenie-Superstar zu formen. Aaron Carter unterschrieb also einen Plattenvertrag mit Ultra Pop Records und fing sofort an sein Album zu arbeiten. Am 28. November 1997 veröffentlichte er dann sein erstes Debütalbum, Aaron Carter. Das Album wurde ein Hit in Europa und es erreichte sogar in Deutschland Goldstatus. Singles für das Album wurden Crush on You, Crazy Little Party, Shake It, I'm Gonna Miss You Forever und Surfing USA.
Anfang der Plan war, Europa zu erobern und sich hier eine Fanbase aufzubauen, fokussierten sie sich erst einmal gar nicht auf die USA. Genau wie bei den Backstreet Boys ging auch bei Aaron Carter der Plan komplett auf. Er baute sich in Europa eine Fanbase auf, hatte mehrere Hit-Singles, ein Hit-Album, Gold, Auszeichnungen für Album und Singles. Nach dem Erfolg in Europa zog er wieder zurück nach Amerika. Er unterschrieb einen neuen Plattenvertrag mit Jive Records und mit dem zweiten Album war ganz klar, dass er Amerika erobern wollte. Hierfür arbeitete er mit sehr vielen amerikanischen Produzenten zusammen, Songwritern. Das Album erschien im Jahre 2000 mit dem Titel Aaron's Party, Come Get It. In Amerika wurde das Album zum Hit. Es landete auf Platz 4 der US-amerikanischen Billboard-Charts und erlangte dreimal Platin. Das Album verkaufte sich über 3 Millionen Mal. Jedoch nahm der Erfolg in Europa ein klein wenig ab. Dadurch, dass sie sich mit dem zweiten Album mehr auf Amerika fokussierten, vernachlässigten sie ein wenig Europa. In Deutschland landete das Album auf Platz 82, wobei das erste Album auf Platz 13 landete. Für das zweite Album gab es auch keine Auszeichnung mehr in Deutschland. Singles für das zweite Album waren I Want Candy, Aaron's Party, That's How I Beat Shay und Bounce. Nach dem Erfolg des zweiten Albums arbeiteten sie sofort an dem dritten Album weiter. Denn genau ein Jahr später erfolgte dann das dritte Album, Oh Aaron. Diese landete in den US-Billboard-Charts auf Platz 7 und verkaufte sich über 1 Million Mal. Diesmal wurde Europa jedoch komplett ausgelassen, denn das Album chartete nur in Amerika. Singles für das Album waren Oh Aaron, Not Too Young, Not Too Old, I'm All About You. Bis auf Not Too Young, Not Too Old, welche auf Platz 80 der australischen Single-Charts charten konnte, schaffte es keine Singles des Albums in die Charts. Man, I get you maybe a dozen. You can't even promise me to every one of them, cousin. Yo, what did you do? How'd you get in this mess? I was talking to the church. Hold your breath, I know the rest. Guess you better get yourself a whole lot of money. But 3,000 tickets, Nick? That isn't funny. How am I supposed to put it off in so little time? You got me, Aaron. That's your problem, yeah, not mine. What did I do? What are you going to do? No tickets for you, man. I'm on nothing. Let me tell your friend. It's all so good. Yo, we don't love it. You put it up in the heat. You can feel it. I'm telling you again. I'm out of the room. That's my life, yo. It's in my blood. Hey, ain't it my fault? You wanna step to me? You can take it to the eye. Troops and hoops. Shit on the wall. Not all the world, but you gotta be a part. Bring on the skateboard. I'll love you best. Show me what you got. Is that all? Im
vierten Album gearbeitet. Also es ging direkt nach dem dritten Album ins Studio und es wurde weitergearbeitet. Wobei man verstehen muss, während du das nächste Album aufnimmst, musst du auf Tour, du musst das letzte Album promoten, du hast ständig Interviews, trittst in einigen TV-Shows auf und das kann sehr heavy und kompliziert für einen Teenie-Star sein. Es ist schon für Erwachsene oft kompliziert, aber für einen Teenie-Star ist es wirklich schwer. Am 3. September 2002 erschien dann sein fünftes Album Another Earthquake. Diese landete in den Billboard Album Charts auf Platz 18. Es chartete nur in den USA und konnte sich sonst woanders nirgendwo platzieren. Singles für das Album waren Another Earthquake, Summertime und Do You Remember. Keine der Singles konnte sich weltweit in irgendeine Chartsplatzierung positionieren. Daraufhin beendete Jive Records die Zusammenarbeit mit Aaron Carter. Zu der Zeit war Aaron Carter kein Teenie mehr. Er wurde jugendlich, er verlor sogar den Spaß an der Musik, weil er einfach nur ein ganz normaler Teenager sein wollte. Laut seinen eigenen Aussagen wurde er von seiner Mutter gedrängt, weiterzumachen und an diesem Popstars-Leben festzuhalten. Diese versuchte ihn ständig mit materialistischen Dingen zu manipulieren, weil ihr persönliches Business Aaron Carter war und sie sehr gut Profit schlagen konnte damit. Laut Aaron Carter fehlte ihm immer mehr die Mutter- und Kindbeziehung. Es war nur noch Managerin und Künstler. Zu Beginn hatte ihm das ganz gefallen, doch mit der Zeit, mit dem Älterwerden wurde er immer einsamer, das Performen fing ihn an zu nerven, die ganzen Fans gingen ihm auf die Nerven. Er wollte vorerst nur noch Kind sein. Dadurch, dass es ihm nicht erlaubt worden ist, fiel er in ein schwarzes Loch und suchte nach einem Ausweg. Laut seinen eigenen Aussagen war es für die Mutter ganz okay, dass er als Teenager rauchte und Alkohol trank. Für sie war einzig und allein wichtig, dass er einfach nur ablieferte. Nachdem sich die Eltern im Jahre 2003 trennten, weil es zu mehr Konflikten und Streitigkeiten in der Ehe kam und die Mutter den Vater dabei erwischte, wie er ständig mit jüngeren Frauen ihr fremd ging, entschied sie sich dazu, ihn zu verlassen. Sie nahm natürlich Aaron mit. Dieser hatte eine lange Zeit mit seinem Vater nichts zu tun. Der Vater konnte irgendwann nachweisen, dass die Mutter Aaron um mehrere Millionen von Dollars betrug und das meiste Geld einsackte. Denn offensichtlich bemerkte Aaron irgendwann, dass er noch seine Mutter genügend Geld auf dem Konto haben. Er feuerte seine Mutter als Managerin und brach den Kontakt zu seiner Mutter komplett ab. Ab dem Zeitpunkt hatten weder Nick noch Aaron ein gutes Verhältnis zu der eigenen Mutter, jedoch wurde die Bindung zum Vater wieder viel stärker. Die Mutter dementierte jedoch die ganzen Beschuldigungen und gab zu Wort, dass Aaron sehr auf Juwelierschmuck aus war. Er konzentrierte sich oft auf sehr anspruchsvolle und teure Dinge. Abgesehen davon gab sie auch größtenteils ihren Ex-Mann die Schuld. Er hätte zum Teil auch sehr viel Geld ausgegeben. Ab 2009 wurde Aaron dann Teil von der 9. Staffel der US-amerikanischen Show Dancing with the Stars Teilnehmer. Ab 2011 spielte er dann in einer Broadway-Show mit im Musical Fantastics, die Rolle von Matt. Ab 2013 ging er dann auf Comeback-Tour unter dem Titel After Party Tour. Insgesamt gab er 166 Konzerte in Nordamerika. Zu der Zeit gab er auch den Fans die Möglichkeit, ihn während eines Meet and Greet kennenzulernen. Dafür musste man natürlich extra draufzahlen. Man konnte mittags oder abends mit ihm essen gehen und im Nachhinein spielte er dann noch 2 bis 3 Songs live vor. Dadurch, dass Fans während dem Meet and Greet so viel Interesse zeigten, ging er daraufhin nochmal auf Kanada-Tour. Im Jahre 2014 fand dann die Wonderful World Tour statt. Diese startete in Amerika und ging dann weiter nach Europa. Im Jahre 2018 erschien dann sein 6. Album Love. Mit dem Album konnte er aber auch überhaupt keine Erfolge feiern. Es chartete nicht und kaum jemand hat überhaupt mitbekommen, dass dieses Album released wurde. Im Jahre 2021 nahm er dann an der amerikanischen Version vom Promi-Boxen teil und verlor den Kampf gegen den Basketballer Lamar Odom. Für 2022 strebte er eigentlich wieder ein Comeback an. Im November 2022 veröffentlichte er den Song Lately. Genau einen Tag später wurde er von seiner Haushälterin in der Badewanne tot aufgefunden. Todesumstände sind bislang noch nicht zu 100% aufgeklärt. Aaron Carter hatte seit seiner Kindheit ein sehr toughes Leben und alles, was er sich eigentlich nur gewünscht hat, war Liebe und Zuneigung von seinen Eltern. Der Fokus der Mutter lag allein darin, die Kinder zu Superstars zu erziehen. Denn nachdem Aaron die Zusammenarbeit mit ihr auflöste, fokussierte sie sich auf einmal auf die Schwester Leslie Carter. Das Ziel war es, Leslie zum nächsten großen Superstar zu machen. Denn da sie es bereits mit Nick und mit Aaron geschafft hatte, war sie sich sicher, dass es auch mit Leslie funktionieren würde. Leslie hatte den Wunsch, genauso bekannt zu werden wie ihre Brüder und sich eine eigene Plattform zu schaffen. Am 28. April 2001 veröffentlichte sie dann ihre erste Single Like Wow. Die Single floppte und landete in den amerikanischen US-Single-Charts auf Platz 99. Die Plattenfirma wurde direkt enttäuscht, weil sie einfach eine hohe Erwartung hatten, weil der Name Carter dahinter stand. Dadurch lösten sie den Vertrag sofort auf und es kam noch nicht mal zu einem Album. Sie gründete später eine Band und versuchte
weiterhin in der Musikindustrie relevant zu bleiben, doch es funktionierte nicht. Leider verstarb Leslie am 31. Januar 2012 an einer medikamentösen Überdosis. Sie starb im Alter von 25 Jahren und hinterließ eine 10-jährige Tochter. Im Jahre 2017 wurde über die Medien mitgeteilt, dass Robert Carter, der Vater von Nick und Aaron Carter, an einer Herzattacke erlegen ist. Und das beeinflusste Aaron Carter umso mehr, denn er hatte seinen Vater sehr geliebt. Im Laufe der Jahre nahmen die Carters auch eine Reality-Show auf. Der Fokus war das Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern und der Heilprozess, der stattfinden sollte, um die Familie zusammenzubringen. Das deckte auf, dass nicht nur zwischen Eltern und Kindern sehr viele Probleme herrschten, sondern auch zwischen den Geschwistern, vor allen Dingen zwischen Nick und Aaron Carter. Aaron hatte oft das Gefühl, dass Nick nie für ihn da war. Er hat im Laufe der Jahre angesprochen, dass er seinen großen Bruder in sehr vielen Situationen gebraucht hätte. Sie versuchten sich oft zu versöhnen und auf einen Nenner zu bekommen, aber es funktionierte über die Jahre einfach nicht. Es wurde sogar mit der Zeit noch viel schlimmer. But when you talk to me, it's like I'm your little kid, dude. Yeah, but is there any? No, respect me. I'm gonna go to sleep at 12. Okay, go to sleep at 12. But you, please, no music. You say this every night. Yeah, but let me tell you something real quick. You're gonna turn the music down and respect me. Hey, all right? Spit in my face. All right? Don't spit in my face. All right? You're gonna respect me. Don't spit in my face. You're gonna respect me. Don't spit in my face, Nick. Don't spit in my face. I'm sick of you doing this. Stop it. Stop it. Don't respect me. Stop it. What are you doing? You're gonna respect me. What is wrong with you? What is wrong with you? You're gonna respect my house. Get out of my room. What are you doing? No, I'm just gonna Let's go, baby. Let's go. Let's go, baby. Let's go. Aaron drohte seinen Geschwistern so oft, dass Angel und Nick sich irgendwann dazu entschieden, eine einstweilige Verfügung gegen ihn zu erwirken. Er ging sogar so weit, Nicks Frau und dessen ungeborenes Baby mit dem Tod zu drohen. Im Jahre 2019 erwirkte Aaron ein Kontaktverbot gegen seine Ex-Freundin, weil sie ihm gedroht hatte, ihn zu erstechen. Aaron litt an Angststörungen, Schizophrenie, multipler Persönlichkeitsstörungen und bipolar Störungen. Abgesehen davon trank er sehr viel Alkohol, nahm sehr viele Drogen zu sich und konnte nie wirklich verarbeiten, was in der Kindheit passiert ist. Er hat im Leben nie seinen inneren Frieden gefunden und das hat jede Art von Beziehung beeinflusst. Ob es eine Liebesbeziehung war, ob es Freundschaften waren, die Beziehung zu seinen Geschwistern, zu seinen Eltern, all das verlief toxisch. Es fiel ihm außerdem sehr schwer, Menschen zu vertrauen, weil er in der Kindheit die Erfahrung gemacht hatte, dass seine eigene Mutter sein Talent ausgenutzt hatte, damit sie an Reichtum kommt. Nicht nur sein Leben wurde dadurch zerstört, aber das Leben einer ganzen Familie. Menschen wünschen sich bekannt zu sein, Superstars zu werden, viele Fans um sich zu haben. Und wenn man es dann einmal hat, merken sehr viele, dass es gar nicht so schön ist, wie es im Fernsehen immer aussieht. Ab 2000 releaste Aaron jedes Jahr ein Album. Es ist enorm viel Arbeit, ein Album aufzunehmen und es zu releasen, zu promoten. Deshalb bringen die meisten Stars auch immer nur alle 3-4 Jahre ein Album heraus, weil darin steckt viel mehr Arbeit als das, was man von außen sieht, vor allen Dingen zu der Zeit, ohne Social Media und dann noch ein weltweiter Superstar. Das Label hat aber bei ihm extra ganz viele Alben hintereinander rausgebracht, weil sie wussten, seine Primetime findet während seiner Jugend statt. In der Zeit wird er extrem viele Platten verkaufen und extrem profitabel sein. Sie wussten, Solo-Teenie-Stars werden irgendwann erwachsen und die ganzen jungen Teenie-Mädchen, die diesen Teenie-Star hinterherrennen, werden auch erwachsen, bekommen neue Interessen und wenden sich von der Musik ab. Dadurch, dass Aaron selbst älter wurde, veränderte sich natürlich auch seine Musik. Die Fans nahmen ab, er wurde nicht mehr so promoted wie am Anfang und als sie gemerkt haben, dass er nicht mehr profitabel ist, haben sie ihn fallen gelassen. Und genau deshalb sterben immer sehr viele Künstler, weil sie vom Label im Stich gelassen werden und weil das Label sie wie den letzten Dreck am Ende behandelt. Am Anfang hypen sie dich alle, weil du Millionen an Platten verkaufst und am Ende behandeln sie sich so, als ob sie dich nicht kennen würden. Dadurch fallen sehr viele Künstler in Depressionen, haben Existenzängste und für viele dieser Menschen ist es unmöglich, in einen ganz normalen Beruf zurückzugehen, weil sie diesen Hype schon erlebt haben, dieses schnelle Geld, diesen schnellen Ruhm und davon wieder runter zu kommen, das ist schwer. In seinem Fall war es ja komplett was anderes. Er hat ja immer noch Geld verdient nach seiner kommerziellen Erfolgswelle in den Charts. Später hat man in den Medien zwar kaum von ihm was gehört, aber er hatte schon eine gefestigte Fanbase, seine Konzerte wurden regelmäßig besucht und er konnte noch sein gutes Geld verdienen. Aber mental, psychisch und geistlich ging es leider immer weiter bergab mit ihm. Es ist sehr traurig, dass er so früh gestorben ist, denn im Jahre 2021 wurden er und Melanie Martin Eltern eines Sohnes. Er hinterlässt also einen Sohn, seine Freundin, seine Familie und eine riesige Fanbase.
Prince. Eine sehr traurige Geschichte und ich hoffe, zukünftige Superstars können etwas daraus lernen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat. Wenn ja, hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere gerne meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wenn du wissen möchtest, was aus dem Teenie-Star Marlon Knauer wurde und erfahren möchtest, warum er sich eine Zeit lang von der Musik zurückgezogen hat, dann klicke jetzt auf das nächste Video und schau es dir in voller Länge an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.